Hallo ihr Lieben, ja wieder mal ein schöner Wintertag und ich bin für euch und mit euch hier draußen an der frischen Luft. Ich bin heute hier auch noch im Ebsdorfer Grund unterwegs und zwar bin ich hier an einer mittelalterlichen Burg oder sagen wir mal so, was davon übrig ist. Und zwar ist die Burgruine Frauenberg. Wir sind hier so 5 Kilometer südlich von Marburg. Wir haben hier eine, wie gesagt, sehr altertümliche Burg. Die wurde, meine 1250, von der Sophie von Brabant, das ist die Tochter der heiligen Elisabeth, und später die Mutter von dem Landgraf Heinrich I. aus Marburg. Ich erzähle euch da noch ein bisschen von dem geschichtsträchtigen Erlebnis hier und was diese Burg mal war, warum und wieso und was man heute hier machen kann. Die mittelalterliche Höhenburg wurde im Jahre 1250 im Auftrag der Herzogin Sophie von Brabant, der Tochter der heiligen Elisabeth und Mutter des späteren Landgrafen Heinrich I. von Hessen erbaut. Sie gilt als Keimzelle des Landes Hessen. Sie wurde erbaut, um eine Gegenposition zur mainzischen Burg Amöneburg zu schaffen und den Langen Hessen überwachen, das ist eine Handelsstraße, in der Zeit zu kontrollieren. Laut Urkunde wurde sie erst 1296 erbaut. Im Laufe des 14. Jahrhunderts verlor sie mehr und mehr an strategischer Bedeutung und wurde so mehrfach verpfändet. Das wurde 1437 noch unterstützt, als die Landgrafen von Hessen die Erzbischöfe von Mainz endgültig besiegt hatten. Man sieht heute nur noch so diese Walltürme oder Mauern. Man hat hier einen wunderschönen Ausblick auf den Ebsdorfer Grund bis runter in das Gießener Land, nach Marburg, natürlich nach Marburg. Und unterhalb dieser Burg gibt es noch ein Restaurant. Da kann man sehr gut essen. Und es gibt Wanderwege von Marburg bis hierher. Vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es ist machbar. Ja, ich will euch mal wieder inspirieren, rauszugehen, die Landschaft um euch herum zu erkunden. Und vielleicht habt ihr ja auch inzwischen etwas für euch gefunden. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Dann freue ich mich. Ich sage dann mal wieder, bleibt mir gesund. Wir sehen uns wieder und bis bald. Tschüss.